Hallo, meine lieben YouTube-Freunde, und willkommen zu dieser Buchvorstellung. Diesmal geht es um Trip von Hans-Georg Noack. Ich habe zwar gesagt, dass es wahrscheinlich eine Doppelbuchvorstellung wird, aber es klappt jetzt aus zeittechnischen Gründen nicht, weil ich sonst meine Halloween-Literatur nicht rechtzeitig fertig bekomme. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich das einzeln vorstelle, auch wenn es jetzt nicht so lange Videos werden, weil die Bücher sehr kurz sind und es deswegen nicht ganz so viel Stoff gibt, den ich euch jetzt übermitteln könnte. Ja, und zwar, ja, Trip war das Buch von Hans-Georg Noack, das ich noch nicht kannte. Es ist auch wieder ein Jugendbuch aus dem Ravensburger Verlag. Es ist auch schon ein bisschen älter, es ist auch schon ein bisschen vergilbt, wie man vielleicht sehen kann. Und ich habe es von einem Secondhand-Laden. Der Secondhand-Laden ist eigentlich für Klamotten, aber der hat noch eine Bücherkiste. Und da gab es ein paar Bücher von Hans-Georg Noack. Und da habe ich mir Rolltreppe abwärts und Trip gekauft. Trip einfach nur aus dem Grund, weil ich fand, dass das Thema Drogen natürlich eine interessante Sache ist. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Ich wollte nicht allzu viel Geld ausgeben, sonst hätte ich wahrscheinlich noch mehr Bücher von ihm mitgenommen, weil er hat einen wunderbaren Schreibstil, was ich ja schon wusste von Rolltreppe abwärts. Und es war bei dem Buch auch wieder so, dass es mir sehr gut gefallen hat. Ja, dabei geht es um Thomas und Michael sind Freunde bzw. Schulkameraden. Am Anfang steht das nicht so fest, was die beiden eigentlich sind. Es ist so, dass die Gegenwart eigentlich, also die Gegenwart ist so eine Art Polizeiprotokoll. Er gibt eine Aussage ab oder er gibt eine Aussage zu Protokoll und das ist dann so ein bisschen so abgesetzt hier oben, ich weiß nicht, man sieht es vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, steht nochmal, was der Polizist sagt und was Michael sagt, und das ist das Polizeiprotokoll und das ist eigentlich die Gegenwart. Und Michael erzählt uns dann, was in der Vergangenheit so passiert ist. Und am Anfang steht aber nicht ganz fest, ob die beiden jetzt Freunde sind oder nicht. Er sagt einfach nur, er kennt ihn aus der Schule, und weil sie nebeneinander saßen, haben sie halt öfters was zusammen gemacht. Ja, genau, also Thomas ist jemand, der sitzen geblieben ist und in der neuen Klasse setzte sich dann direkt neben Michael, weil die beiden sich zufällig vom Training kennen und oder von irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau, woher sie sich kennen. Auf jeden Fall setzt er sich direkt neben ihn und die beiden kommen natürlich ins Gespräch und beschließen dann auch irgendwann, dass sie in der Freizeit was zusammen machen wollen. Und Thomas kommt aus gutem Hause. Das heißt, ja, sein Vater hat eine höhere Position, seine Mutter ist ein bisschen herrisch. Und sie hat eben den Weg für ihn schon einigermaßen festgelegt, den er gehen soll. Ja, und Thomas ist jetzt in dem Alter, wo er anfängt zu rebellieren. Das heißt, dass er eigentlich den Weg gar nicht gehen will, den seine Mutter für ihn vorgeschlagen hat. Er möchte eigentlich lieber irgendwas anderes machen und seine Zeit auch mal ein bisschen einfach so verdümpeln und nicht nur mit der Schule verbringen. Deswegen ist er auch sitzen geblieben, um zu rebellieren. Eines Nachmittags gehen Michael und Thomas dann in den Walfisch. Der Walfisch ist eine Art Diskothek, die schon nachmittags geöffnet hat, wo sich dann die Jugend halt trifft und was trinkt und raucht. Ja. Dort wird ihnen dann zum allerersten Mal Hasch angeboten, wobei die beiden nicht genau wissen, was es eigentlich ist. Also es wird nicht gesagt, hier, wollt ihr Hasch rauben, ne? Sondern es wird natürlich gefragt, habt ihr was, braucht ihr was? Und die beiden wissen überhaupt nicht, um was es geht. Sie denken, es ist ein Kellner, der fragt, ob sie noch was zu trinken haben wollen. Dabei möchte er ihnen aber Hasch verkaufen. Ja, und irgendwann gibt Thomas dann tatsächlich nach. Es ist aber, glaube ich, ein bisschen später. Hat er noch jemanden kennengelernt, der so ein bisschen in der Szene drin ist. Und der sagt, Hasch ist der Weg, den man gehen sollte. So nach der Devise. Also mit Hasch, da seht ihr klarer und ihr erkennt, welche Zwänge euch die Gesellschaft aufgibt, und ihr erkennt euch selbst, wenn ihr Hasch raucht. Und das ist so ein Grund, warum Thomas dann anfängt, mal einen Joint zu rauchen. Michael persönlich ist jetzt eigentlich nur mitgegangen, er interessiert sich aber nicht so richtig dafür, also er weiß nicht, was er damit anfangen soll. Und irgendwann macht er dann auch mal mit, unser Michael. Aus seiner Sicht ist das Buch geschrieben, aber eigentlich geht es nicht so richtig um ihn, sondern es geht eigentlich um Thomas, weil Thomas dann tatsächlich auf die schiefe Bahn gerät
und es nicht bei Hasch bleibt. So. Ja. Genau. Also Michael macht dann auch mal mit, aber er erkennt für sich selbst, dass das eigentlich nicht so der Weg ist, den er gehen möchte. Und er versucht auch, Thomas ein bisschen von dem Weg abzubringen, aber es klappt leider nicht so, weil Thomas ist sehr impulsiv. Also wenn Michael sagt, wieso machst du das eigentlich, das brauchst du doch eigentlich gar nicht, dann sagt er, ja, willst du mich davon abhalten oder was? Warum willst du mich davon abhalten? Ich mach das jetzt. So, also alles, was sich gegen ihn stellt, muss er sofort von sich wegschieben. Das ist Thomas. So, ja. Und das ist genau das, worum es geht. Thomas ist auf den falschen Weg gekommen und Michael sieht leider keine Möglichkeit, ihn davon abzubringen. So. Ja. Und dann irgendwann eskaliert die ganze Situation. Ja, das ist so das, um was es geht. Es ist, wie gesagt, ein Jugendbuch. Es handelt von Drogen. Es ist auch hinten ein Gespräch zwischen Hans-Georg Noack und einem Arzt mit drin, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Die Drogenberatung in München hat er geleitet. Und da ist auch noch ein Interview mit dabei zum Thema Drogen und Hasch und warum die Jugendlichen überhaupt damit anfangen. Am Anfang ist natürlich meistens Neugier. Also ich persönlich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Ich habe auch kein Hasch geraucht, gar nichts. Und ich bin der Meinung, ich brauche das auch nicht. Nö. Aber okay, ich kann verstehen, dass es Leute mal probieren wollen. Na, also das kann ich schon nachvollziehen. Vor allem als rebellierender Jugendlicher. Also ich konnte Michael und Thomas gleichermaßen folgen. Also ich kann verstehen, dass Thomas es gemacht hat, um gegen die Gesellschaft und gegen seine Eltern zu rebellieren. Konnte aber auch Michael verstehen, dass er es probiert hat und es scheiße fand und dann gesagt hat, nee, will ich nicht mehr. Ja. Dann nebenbei spielen ja noch ein paar Mädchen eine Rolle und ja, das ist dann alles, geht dann alles so einher. Das Buch hat insgesamt 174 Seiten, zumindest endet dort der Roman und danach haben wir noch ungefähr 10 Seiten Interview und noch eine Leseprobe zu Suche Lehrstelle Biete, auch von Hans-Georg Noack und ja. Hinten ist dann noch ein bisschen andere Werbung, alles für Jeansbücher, Ravensburger Taschenbuch, es ist wohl so eine Reihe oder so, die heißt Jeans, so richtig verstanden habe ich es jetzt nicht, aber Ravensburger Taschenbuch Jeans, steht auch hier oben und ich habe mich immer gewundert, was das Jeans eigentlich bedeutet, das ist wahrscheinlich der Name der Reihe. Ja, rausgekommen ist das Buch, weiß ich nicht genau, wann es rausgekommen ist. Es ist erstmals erschienen 1975, aber ich glaube, meine Ausgabe ist neuer. Das Problem ist, es steht nicht so richtig hier. Und deswegen, ich glaube, meine Ausgabe ist von 90, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ein bisschen schwammig hingeschrieben hier. Ja. Es ist auf jeden Fall ein schönes Jugendbuch, aber ich glaube, so ziemlich jedes Buch von Hans-Georg Noack ist ein gutes Jugendbuch. Das ist absolut sein Genre, also damit hat er seine Reihe gefunden damals. Und ja. Er kommt aus Magdeburg. Das ist sogar bei mir in der Nähe. Ne? Und ich habe es für 1,50 Euro bekommen. Da ist noch hier der Aufkleber hinten drauf. Das war wie gesagt eine Krabbelkiste. Mehr oder weniger. Und auf dem Cover sollen wahrscheinlich, Thomas hat langes Haar, also denke ich mal, dass es Thomas sein soll. Und das ist wahrscheinlich Michael, ist so meine Vermutung. Ja. Und das andere sind halt die zwei Mädels, mit denen die beiden dann so Kontakt haben. Und das hier hinten ist wahrscheinlich der die beiden überhaupt erstmal an Drogen ranbringt. Also ich fand, es war wirklich eine sehr schöne Geschichte. Was ich halt schade fand, war, dass man so wenig über Michael erfahren hat, obwohl das Buch aus seiner Sicht geschrieben ist. Also das fand ich wirklich sehr schade, weil eigentlich erzählt Michael größtenteils halt, was bei Thomas los ist, aber man erfährt wenig aus seinem Leben. Man merkt halt nur, dass er ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, aber es war mir ein bisschen wenig. Also das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass man wirklich meiner Meinung nach zu wenig über Michael erfährt, obwohl das Buch aus seiner Sicht geschrieben ist. Ja. Also man merkt schon, dass es eigentlich um Thomas geht, aber naja, Hans-Georg Noack ist da ein bisschen eigen, denke ich mal. Aber ansonsten fand ich es wirklich ein sehr schönes Buch und ich würde es auch jedem ans Herz legen, der sich gern mit Jugendbüchern beschäftigt und ja,
der das Thema Drogen interessant findet. Und ja, so. Ich glaube, es war's schon. Wie gesagt, es wird keine längere Buchvorstellung. Es gibt nicht so viel. Auf 170 Seiten kann man jetzt nicht so viel erzählen, sage ich mal. Aber es war wirklich ein schönes Buch. Und ja, eventuell guckt ihr es euch ja mal an. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, das war's jetzt erstmal von meiner Seite. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.